Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Mal- und Bastelkanal. Ich bin Foxy Draws, an alle, die neu sind und an alle, die mich schon längst vergessen haben, weil ich schon so lange kein Video mehr gepostet habe. Ich habe mich in letzter Zeit mehr auf andere Dinge konzentriert und meinen Kanal etwas schleifen lassen. Aber jetzt habe ich wieder vor, öfter zu posten und regelmäßig Videos zu machen. Vor allem Weihnachtsvideos. Ich habe richtig Lust, richtig schöne weihnachtliche DIYs zu machen. Drückt mir die Daumen und auch den Like-Button, damit das endlich klappt. Im heutigen Video wollte ich einfach mal ein bisschen zusammenfügen, was ich in letzter Zeit so Kreatives gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mein Rectus Journal mit Strasssteinchen beklebt, beziehungsweise mit Diamond Painting. Aber bevor es losgeht, gibt es noch ein kleines Update zu meinem Shop www.shopfoxy.de. Wir haben wieder aufgestockt und es gibt neue Produkte, die ich sogar selbst mit meinen eigenen Händen gemacht habe. Ich einfach mega Lust, diese Produkte herzustellen, deswegen habe ich es einfach gemacht. Und zwar habe ich zwei verschiedene Styles von Mäppchen genäht. Und zwar einmal so ein Hasenmäppchen mit einem Gummi dran, was man dann an so ein Buch dran machen kann. Und genauso auch ein Wolkenmäppchen, auch mit diesem Gummiband, welches man an ein Journal dran machen kann. Ich habe sogar so ein kleines Tag mit dran genäht. Ist das nicht mega süß? Ich liebe sowas. Beide sind richtig, richtig schön flauschig und ja, die gibt es auch in einer sehr geringen Stückzahl, deshalb schlagt auf jeden Fall zu. Ich denke mal, dieses Jahr wird es die nicht nochmal geben. Vielleicht, wenn ich mal nochmal Lust habe, nochmal welche nachzunähen, werde ich welche machen. Aber dieses Jahr werde ich keine mehr nachnähen. Ich habe außerdem auch noch ein neues kleines Mini-Vorlagen-Malbuch designt, welches ich auch selber gedruckt habe, geschnitten und auch die Ringe selber reingemacht habe. Ich hatte einfach mega Lust drauf, solche Arbeiten zu verrichten. Keine Ahnung, ich hatte einfach richtig Lust drauf, deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es nur eine geringe Stückzahl ist. Ich habe jetzt einfach Bock drauf gehabt. Und zwar, Trommelwirbel, so sieht das Malbuch aus. Und zwar ist es nicht einfach nur ein normales Malbuch, sondern ein Flipbook. Und zwar haben wir hier einmal die erste Vorlage, das ist die Yara. Ich finde den Namen richtig schön, deswegen habe ich ihn gewählt. Wenn man das so öffnet, hat man hier die Vorlagen mit Yara. Also das ist dann so eine Figur hier, natürlich ohne Haare und so weiter, ohne Klamotten. Die müsst ihr selber dazu malen. Und wenn man das so flippt, dann haben wir den Finn und seine Malvorlagen. Und auch hier, wenn man das so öffnet, hat man die Finn-Vorlagen. Und da könnt ihr euren eigenen Finn designen oder irgendjemand anderen. Von Hand gemachte Sachen sind meistens sehr teuer, aber meine Sachen habe ich nicht allzu teuer gemacht, denn ich wollte erstens nicht, dass es zu teuer ist für euch und zweitens wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel bei den Malbüchern schon ab und zu mal so Scratches sein können, also von den ganzen Maschinen, die ich benutzt habe. Es ist das halt, wenn man Sachen selber macht. Man kriegt es leider nicht so perfekt hin wie in der Industrie. Oder man muss halt einfach ein richtiger Profi sein. Aber ihr wisst ja, das ist nicht so meine Hauptaufgabe. By the way, wie findet ihr eigentlich meinen neuen Video-Hintergrund? Ich liebe ihn. Ich wollte aber eigentlich nicht abends filmen. Also das Licht ist wirklich nicht das Beste gerade. Aber meine Nachbarn renovieren hier gerade. Und deswegen war es super laut tagsüber. Und ich kann nur abends filmen. Und bevor ich das Video noch länger aufgeschoben hätte, habe ich gedacht, komm, mach das jetzt. Ist doch egal, dass dunkel ist. Dann ist wenigstens cozy und so ein bisschen moody und vielleicht ist es auch ganz cool, hoffe ich. Wir haben auch wieder aufgestockt. Das Blabla Journal ist wieder erhältlich. Außerdem die Himi Gouache Farben und auch das Outfit Bingo Bundle. Die sind immer super schnell vergriffen. Seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Also ich noch nicht so hundertprozentig. Also ich genieße eigentlich noch gerne so ein bisschen die Herbststimmung, bevor ich in diese ganze Weihnachtsmood reingehe. Aber ich habe euch auch auf Instagram gefragt, und viele von euch haben geschrieben, sie haben jetzt schon dekoriert. Das finde ich ziemlich krass, aber go for it, finde ich nicht schlimm. Wenn ihr so frühe Vögelchen seid und jetzt schon für eure Weihnachtsgeschenke sorgt und nicht erst kurz vor Weihnachten nochmal in die Stadt rennt, um Geschenke zu kaufen, so wie ich das immer mache, habe ich auch eine coole Herbstaktion für euch. Und zwar bekommt ihr bis zum 19.11.23 das Faultier-Set bei einem Warenwert ab 30 Euro gratis dazu. Und so geht's. Shoppt für über 30 Euro. Dann legt das Faultier-Set auch noch mit in den Warenkorb. Dann sollte es als kostenlos markiert sein. Und wenn ihr noch mehr sparen wollt und eh schon über 50 Euro eingekauft habt, vergesst nicht beim Checkout Foxy50 einzugeben. Dann bekommt ihr auch den Versand gratis. Wie gesagt, die Aktion geht bis zum 19.11.23 oder solange der Vorrat reicht. Also wenn die Faultier-Sets weg sind, dann ist die Aktion auch vorbei. So Leute, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Lasst uns endlich mit dem Video starten.
Mein Rectus Journal, beziehungsweise mach dieses Buch fertig, habe ich vor 7 Jahren angefangen und da zum ersten Mal ein Video dazu gepostet. Und zwar ist mir dieses Buch hier in die Hände gefallen, beziehungsweise ich habe es bei Amazon bestellt. Und zwar heißt das Buch Rectus Journal und auf Deutsch mach dieses Buch fertig. Und was soll ich sagen, nach 7 Jahren ist es immer noch nicht fertig. Zwischendurch habe ich öfter mal gedacht, ja jetzt, also wirklich, das braucht nur noch ein Video, dann ist es fertig, dann kann ich ein Flipthrough machen. Aber nein, es tauchen immer wieder neue Seiten auf, die ich irgendwie nicht gesehen habe. Und es sind immer noch voll viele Seiten übrig. Aber ich möchte wirklich bis Ende des Jahres ein Flipthrough posten. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall noch ranhalten dieses Jahr. Ich habe beim Stöbern im Woolworth dieses Diamond Painting gefunden. Und zwar ist das so mit Glow-in-the-Dark-Steinchen. Deswegen ist mir die Idee gekommen, mein macht dieses Buch fertig, einfach komplett mit diesen Strasssteinchen zu bekleben. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere das irgendwie so als Sünde empfindet, weil ich die Canvas, die vorher drin war, nicht beklebe, weil die eigentlich auch sehr, sehr schön ist, sondern die Steinchen für mich benutze. Man kann auch einzelne Steinchen kaufen, aber für mich war das eigentlich so total easy, weil das auch runtergesetzt war auf 5 Euro. Deswegen habe ich mir ja das Diamond Painting einfach gekauft und werde diese Steine benutzen. Und für die weißen Parts und für die Sterne mache ich natürlich die Glow-in-the-Dark-Steinchen. Die Leinwand, die vorher da drin war, kann ich bestimmt mal für irgendwas anderes benutzen. Vielleicht für ein anderes DIY oder ich nehme irgendwelche anderen Steinchen, die ich da noch habe oder so, keine Ahnung. Oder das wird einfach für immer und ewig in meinem Bastelzimmer liegen bleiben. Kann natürlich auch passieren. Ich habe als allererstes mal versucht, diese breite Seite zu benutzen, mit der ich dann mehrere Steinchen auf einmal aufkleben kann. Aber irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert und irgendwie sind die Steinchen in diesem Tray, wo sie drinnen sind, nicht so ja, nebeneinander gewesen und so auf einer Seite. Egal wie sehr ich sie gerüttelt habe, ich konnte das irgendwie nicht so richtig machen. Deswegen war es für mich leichter, die Steinchen einzeln aufzukleben tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin ja auch gar nicht so der Profi, was Diamond Painting angeht. Ich habe euch mal gefragt, was so eure lieblingskreativen Hobbys sind und da waren wirklich sehr viele von euch, so die richtigen Diamond Painting Profis, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich, wie man das macht, dass man mehrere Steinchen auf einmal kleben kann. Das hätte mir die Arbeit auf jeden Fall leichter gemacht, weil da sehr, sehr viele Farben so nebeneinander waren. Zum Beispiel unten, die komplette Fläche ist ja schwarz. Als Kleber habe ich Fabric Glue verwendet, also so Stoffkleber. Ich wollte, dass die Seite trotzdem noch so ein bisschen flexibel bleibt und dafür ist so ein Fabric Glue auf jeden Fall so die beste Variante, weil eben dieser Kleber immer flexibel bleibt. Und ich muss sagen, jetzt am Ende bin ich auch super zufrieden mit meiner Wahl, weil die Steinchen super gut halten und ich kann die Seite so ein bisschen biegen und ja, da fällt auch nichts ab. Ja, ich bin sehr, sehr happy mit dem Kleber. Der einzige Nachteil war, dass der Kleber halt weiß ist und ich konnte die Farbe drunter nicht so gut erkennen. Deswegen musste ich so aus meinem Gedächtnis arbeiten, was die Farben anging. Ja, und das Ergebnis ist nicht hundertprozentig perfekt, aber ich liebe es trotzdem. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, ist, dass meine Sternchen ja auf dem Originalbild alle eine unterschiedliche Größe haben. Es gibt kleine Sternchen, große Sternchen und irgendwie macht es das Bild auch aus. Also es sieht halt natürlich schöner aus, wenn nicht alle Sternchen gleich groß sind. Aber bei den Strasssteinchen ist es eben so, dass die alle gleich groß sind und ja, das ja, macht natürlich den Effekt ein bisschen kaputt, aber stört mich nicht so ganz, dadurch, dass ich den glitzerigen Glamour-Effekt habe und außerdem noch den Glow-in-the-Dark-Effekt dafür. Natürlich hat das super lange gedauert und ich habe das auch nicht alles an einem Tag gemacht, weil natürlich der Rücken irgendwann auch wehtut. Ich habe das einfach mal so mehrere Stunden am Tag gemacht und mal ja, an verschiedenen Tagen. Und außerdem habe ich immer eine Serie nebenbei angehabt. Ich liebe das ja. Das ist so, so cozy, eine Serie zu schauen und solche ja, Aufgaben zu verrichten, so ganz einfache kreative Aufgaben. Ich liebe das. Ich muss auch sagen, das hat mir auch richtig Bock gemacht, noch mehr Sachen mit den Steinen zu bekleben, aber irgendwie habe ich mich umgeschaut und gar nichts anderes gefunden, was ich so beklebt haben wollte.
Vor allem, weil mein Personal Style ist jetzt nicht so glitzerig momentan, wobei sich das natürlich auch noch ändern kann. Aber ich weiß noch damals, als ich noch ein bisschen jünger war, da war ich eine richtige Glamour Queen und hätte ich damals so eine Art von Steinchen gehabt, hätte ich bestimmt alles damit beklebt. Also wirklich alles. Mein Bett, mein Schrank. Ich hätte mir die Zeit genommen, ich hätte das gemacht, ich hätte alles damit beklebt. Meine Schuhe, alles. Mit damals meine ich so vor 15 Jahren, als ich noch so 13, 14, 15 war, so die Zeit, hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Aber damals gab es halt irgendwie nur diese silbernen Strasssteinchen. Damit habe ich auch sehr viel beklebt. Aber ja, da war man natürlich sehr, sehr limitiert, was das anging. Solche coolen, bunten Steine gab es nicht oder beziehungsweise ich wusste nicht, wo. Schade eigentlich. Die Steinchen habe ich dann in diesen kleinen Glasbehältern verstaut. Und das ist das Ergebnis. Wow, das glitzert so schön. Ich lieb's einfach so sehr. Wie gefällt's euch? Und hier auch nochmal mit dem Glow-in-the-Dark-Effekt. Das glowt wirklich und cool, dass ich es auch mit der Kamera einfangen konnte. Man kann die Schrift leider nicht ganz so gut erkennen, weil die Steinchen so dick waren. Aber so im Licht kann man trotzdem lesen, was es sein soll. Heute gibt es viel zu sehen. Und zwar einmal wollte ich neue Marker ausprobieren. Und zwar eine günstige Variante von Alkoholmarkern. Und zwar sind es, Moment, ich zeige sie euch. Diese hier, die habe ich bei Woolworth mitgenommen für 18 Euro. Da sind 48 Farben drin, ne? Und die möchte ich heute testen. Meine Inspiration für das heutige Outfit wird auch von den Stiften sein. Und zwar mache ich so ein Swatch-Kleid. Also ein Kleid, wo alle Farben drin sind, die in diesem Stifteset enthalten sind. Ich beginne natürlich wieder damit, mit dem Bleistift eine Vorzeichnung zu machen. Aber vorher lege ich noch ein Blatt drunter, weil ihr wisst ja, Alkoholmarker drücken fast immer durch. Also ja, deswegen, um die nächste Seite zu schützen, liegt auf jeden Fall immer ein Blatt Papier drunter. Ich habe gedacht, um das Swatch-Kleid zu malen, male ich den unteren Teil mit solchen Bubbles und diese nummeriere ich dann auch wie die Stifte. Die Stifte haben leider keine Brushspitze, die mag ich ja immer am allerliebsten bei Alkoholmarkern. Ich habe erst die Idee gehabt, überall die Zahlen einzubauen, die die Marker haben. Also zum Beispiel habe ich ja die Haut mit der Nummer 26 ausgemalt und deswegen wollte ich die da mit einbauen. Und auch im Top ist die Nummer 7 enthalten, weil ja, diese rosa Farbe ist eben die Nummer 7, aber dann habe ich das auch schon wieder gelassen, weil ich bei den Haaren nicht ganz wusste, wie ich da eine Zahl einbauen sollte, damit es nicht irgendwie komisch aussieht. Das ist wirklich immer sehr krass, wie man verlernt zu malen, wenn man lange nicht malt. Vor allem jetzt zum Beispiel mit Alkoholmarkern habe ich schon ewig nicht mehr so viel gemalt und ja, ich merke so richtig, wie ich so meine Techniken vergesse und ja, ich einfach nicht mehr so geübt darin bin. Das ist ziemlich krass. Ja, ich habe ja schon immer gesagt, Übung macht den Meister. Und hier habe ich versucht, die Farben so miteinander zu verblenden. Leider hat das nicht so gut funktioniert und die Farben sind leider so ein bisschen fleckig geworden. An ihrem Rock könnt ihr ja erkennen, wie die Farbauswahl so ist. Also an sich eigentlich ganz cool. Es sind viele coole Farben dabei, die man auf jeden Fall öfter braucht. Aber es sind auch manche Farben dabei, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sehen. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da irgendwelche anderen Farben mit drin sind. Zum Beispiel so viele verschiedene Gelbtöne brauche ich meistens nicht. Also zum Beispiel diese helle Farbe, die ich für die Haare benutzt habe, ist mega cool. Die kann ich echt oft verwenden. Aber dieses Knallgelb, keine Ahnung, da reicht mir wirklich nur eine Farbe. Und ja, wenn ich so ein Set habe, ist mir das irgendwie zu viel. Und auch dieses Bordeaux-Rot, Farben ähneln sich auch viel, viel zu sehr. Auch die drei verschiedenen dunklen Lilatöne. Das ist übrigens mein Girl. Ich habe es fertig gemalt. Und ich habe sehr, sehr viel mit Buntstiften noch gearbeitet und habe damit die Schattierungen gemacht und auch mit dem Fineliner. Hier habe ich dann auch noch so weiße Highlights in die Augen gemacht. Und ja, die Marker sind ganz okay. Wenn es so um alternative Alkoholmarker geht, bin ich eher so bei den Ohoho-Markern momentan. Ich finde, die sind momentan so die besten, weil man die eben auch mit Brushspitze bekommen kann und die sind allgemein eigentlich ganz gut.
Aber wenn ihr gerade bei Woolworth seid und ihr wollt unbedingt jetzt sofort mit Markern malen, dann sind die eigentlich auch okay. Also für 18 Euro kann man echt nicht meckern. Damit kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Und ja, ich finde, mein Girl sieht eigentlich ganz cute aus. Es ist so krass, oder, dass man aus einer Malvorlage so viele unterschiedliche Styles machen kann. Das liebe ich so an Malvorlagen, dass die eigentlich auch nicht immer gleich aussehen müssen, nur weil es irgendwie die gleiche Figur ist, das gleiche Gesicht und so weiter. Seid vorgewarnt, sie sind nicht perfekt, das sind alles Einzelstücke, sie sind auch alle nicht perfekt gleich groß, weil ja teilweise beim Zuschneiden das nicht ganz so geklappt hat, aber sie sind auf jeden Fall sehr schön trotzdem und wenn man es weiß, ist es glaube ich auch voll in Ordnung. So ihr Lieben, das Video war jetzt auch ganz schön lang, aber es sollten eigentlich mehrere Videos werden und ich bin als nicht dazu gekommen, das Video zu schneiden. Wie gesagt, ich habe meinen Kanal schleifen lassen, ich bin einfach, ja keine Ahnung, ich habe einfach andere Sachen gemacht. Okay, ich habe das Gefühl, es hört sowieso keiner mehr zu, aber falls du noch da bist, mach doch mal diesen Emoji in die Kommentare, dann weiß ich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Okay Leute, ich freue mich auf die weitere Zeit, drückt mir die Daumen, dass alles gut klappt und bis bald, ich habe euch lieb, ciao!